Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part zu Let's Play Europa Universalis 4 mit dem Königreich Reich Moskowi. Genau, im vorigen Part haben wir ja einmal hier dieses Pskov und Jaroslav in uns rein annektiert und ja, eventuell werden sogar schon in diesem Part Perm und beziehungsweise das annektieren wir sogar schon und Ryazan folgen. Und ja, ich starte mal nebenbei rein und vielleicht auch sogar schon Novgorod, also ein Krieg gegen die. Also ich versuche es möglich auf einen Krieg in diesem Part hinauszuschaffen. Ich bin auch eigentlich von überzeugt, dass sie das so machen werden. Hier werde ich das noch nicht verbessern, wobei das ist doch ganz schön gut, dass wir halt 25 mehr Einheiten haben bei Leibeigenschaften, also hier oben. Aber dann haben wir hier die Arkebuse. Die bringt mehr Frontbreite, mehr Nahkampf und mehr Taktik. Ja, ich mache das nochmal bis zur Arkebuse, denke ich mal. Und dann können wir das nämlich so schön machen, dass wir einen Vorteil haben. So. Ja, Personalunion haben die beiden ja mit mir. Wo nehmen nur der eine? So, dann müssen wir noch bis 99 sowieso warten, dann können wir die erst integrieren. Hier dauert das ja noch bis 1506, bis wir Perm annektieren können. Dann gehören uns hier einmal Pelz, Salz, Salz, Pelz, Kupfer? Ja, Kupfer. Also, fünfmal wertvolle Ressourcen und der Weg zum Osten ist frei, zum Kolonialisieren dann. Heißt dann natürlich auch wieder Ausbreitung. Gut, soweit wäre das dann. Ja, jetzt müssen wir natürlich nur warten, bis wir kein Regentschaftsrat mehr haben. Ich weiß jetzt nicht, ob der mit 15 oder 16 volljährig ist. Das ist ja irgendwie so in jeder Kultur anders. beim Vorgänger, glaube ich, war das mit 15, wenn ich mich nicht ganz irre. Was bringt so Vorteile, so eine Regierungsmethoden, nenne ich es einfach mal. Momentan haben wir Feudalmonarchie. Das bringt mehr Soldaten und mehr Einnahmen durch Vasallen. Das bringt uns jetzt, solange wir die Vasallen haben, sogar relativ viel. Aber danach bringt uns die despotische Monarchie anscheinend mehr. Weil da haben wir dann weniger Revoltenrisiko und unrechtmäßige Forderung minus 10%. Wobei absolute Monarchie sogar noch passender wäre, weil das halt auch, weil damit können wir nicht so viel anfangen als mit dieser Disziplin. Das ist auch nicht schlecht, konzeptuelle Monarchie oder aufgeklärter Despotismus ist auch an sich sehr gut. Also diese drei favorisiere ich so eigentlich mit, weil dieses administrative Monarchie, das ist eigentlich eher so zum Wirtschaften eines Landes vorteilhafter. Wenn man das halt hochbringen will. Ja, da brauche ich jetzt nicht Militärmacht rein investieren. Die kriegen einfach was auf den Kopf, wenn die rummucken. Blöd, dass man hier keinen Geburtstag oder sowas in der Art sieht. Dann kann man sich da ein bisschen besser darauf vorbereiten. Also, unsere Verbündeten werden ja zu 100% hier die beiden helfen, Perm und Ryazan. Das sind schon mal 21. 21 plus 12 sind 33, plus 14 sind 47. Das heißt, dass wir schon mal 47 haben. Er hat nur 16. Eventuell helfen, oder es werden höchstwahrscheinlich nochmal eine Verbündeten helfen, wobei ich weiß gar nicht, ob ich die hinzufügen werde. Weil kann sein, dass sie auch was fordern. Und der hat definitiv nicht mehr als 47 Einheiten. So, und wir haben jetzt den Ivan den Dritten Rurikowitsch an der Macht. Ivan der Dritte Rurikowitsch wird nun unser ruhmreiches Land leiten. Verwaltung 5, Militär 1, Diplomatie 3. Ivans Liebe zum Detail und außergewöhnliches Regierungsgeschick wird uns helfen, unsere Verwaltung zu reformieren und unsere Steuern zu maximieren. Das ist schön, aber wir, genau, haben keinen legalen Nachfolger. Danach wird ein Wittelsbach auf dem Thron folgen. Wäre zwar kein Weltuntergang, aber ich würde es schöner finden, wenn die Rurikowitsch auf dem Thron bleiben. Deswegen ist auch 15 erst, da hat er noch genug Zeit, Nachfolger zu bekommen. So, und wir können jetzt Novgorod angreifen.
Sie sind alliiert allerdings mit Ungarn. Ungarn ist doch irgendwie so überall, ne? Okay, das ist jetzt nur mit Neapel und Novgorod. Da werde ich trotzdem, weil der höchstwahrscheinlich Beistand halten wird, weil die sind ja mittlerweile eine Kaufmannsrepublik geworden, hier die Novgoroder. Da werde ich, dann nehmen wir mal Kargopol jetzt einfach, weil das da so ist. Wir können natürlich mehr fordern. Die würden sogar beide helfen. Ja, die hole ich dann auch direkt mal mit rein. So. Ungarn und Böhm sind dabei. Böhm, Personal mit Union mit Ungarn haben die nämlich. Ne, direkt nach Novgorod. Alles rauf. Wenn ich mich jetzt nicht ganz... Ja gut, wir haben vollen Unterhalt. Nicht, dass wir damit zu wenig Unterhalt reinmarschieren. Bei uns sind die auch alle drin, so wie ich das mitgekriegt habe. Jo, die beiden sind damit drin und unsere beiden Vasallen, nenne ich sie einfach jetzt mal, natürlich auch. So. Wir haben da jetzt schon mal ein bisschen weniger. Aber wir haben natürlich den den Angriffsnachteil. Sind aber in der Überzahl. Mich wundert gerade, warum die nicht kommen. Naja, da kommt wenigstens für der Livonische Orden. Ich denke mal, der wird das Blatt da jetzt auf jeden Fall noch... Ja, dadurch fliehen die nämlich. Noch wenden, wollte ich sagen. Da sind nur noch 1000 Mann drin. Ich bewege die gleich einfach runter nach Kolm. Sind relativ sicher und können noch was machen. Ach, da kommt jetzt schon Risan. Ach, die mussten ihren Unterhalt erstmal hoch machen. Verstehe, verstehe. So. Boah, Marktplatz können wir, denke ich mal, auch wieder bauen. Bauen wir mal einen Kasimov. Gut. Bewegen wir den mal. Okay, da geht ja schon Rysan hin. Rysan. Ja, da kommt der Schwede jetzt auch schon. Will dort den Russen abfangen. Ich bewege mal die 6 nach Ingermannland. Marine haben wir ja noch nicht. Also ein bisschen jetzt hier nur. So eine kleine Aushilfsflotte, sag ich mal. Ja, eigentlich ist der Krieg schon so gut wie gewonnen, aber man sollte ja den Abend nicht, den Tag nicht von den Abend um so rum. Oder hoch kommt vor dem Fall, und da gibt es ja 1000 Sprichwörter für. Da oben auch nochmal der Schwede. Ja, 19.000 Mann jetzt in Novgorod. Dürfen natürlich nicht vergessen, was dem Schweden oder so, was der Schwede halt einnimmt, gehört dann auch dem. Also wir können das dann halt nicht fordern für uns. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir eventuell schon eine volle Annektierung machen. Kommt halt auf den Ruf drauf an, wie das uns sowas kostet. Vielleicht wird das auch durch diese Mission sogar ein bisschen reduziert, diese Kosten. So, und da ist jetzt Perm. Dann können wir ja eigentlich schon nach Olonez. Oder nee, der schließt sich an der Armee. Da oben in Kolmogori. Das finde ich nicht so toll. Da gehen wir direkt mal hin. Ja, das gewinnen wir schon. Jo, gewonnen. Und wir nehmen das ein. Und ihr geht nach dort. Ach du schönes Russland. Gibt es da eigentlich sowas wie eine Ressourcenkarte? Ich bin der Meinung schon. Akzeptierte Kulturen. Spielerkarte, Gebäudekarte, Versorgungslimit, Handelswert, Technologie, Mannesstärke, Wirtschaft. Ne, Wirtschaft ist das, ne. Ne. Das gibt's hier, bin ich der Meinung. Irgendwie gab's das hier. Ich klicke einfach mal. Ah, da werde ich schon noch finden. Und wenn es das nicht gibt, ist schade. Naja. So, dann gehen wir jetzt nach Olonez, genau. Sind wir gleich dort. Das Problem ist halt, der Livonische Orden. Ich will mich auch eigentlich gar nicht so mit denen verstreiten, sag ich mal. Aber ich möchte halt Neva haben. Das gehört halt dazu, sag ich mal. Das ist so wie Deutschland ohne Berlin oder sowas in der Art.
Das brauchen wir einfach. Oh ja, da kommt der Schwede nicht zur Hilfe. Ist der noch ein Krieg gegen jemanden anders? Nein. Da verlieren wir dann natürlich ohne Hilfe. Ziemlich weit fliehen die sogar. Aber wir haben hier noch genug Mannesstärke, dass wir das noch ein bisschen rausreißen. So. Machen wir eben Tempel errichten, damit wir schön mehr Steuern kriegen. So, nochmal einen Wladimir bauen. So, dann sind wir jetzt da. Dann gehe ich mit denen nach Kexholm. Auf dem Weg werden die sich schon da wieder ein paar Männer zugeordnet haben. Ja, das sind schon 2000 jetzt. Wir hatten jetzt als Idee, Aristokratie-Idee. Da würde ich mal sagen, als siebtes nehmen wir dann auf jeden Fall die Entdecker-Ideen. Also, dass man halt so schön Kolonisten und so hat, sowas in der Art. Das brauchen wir auf jeden Fall. Oder Expansionsidee, weil null ist auf jeden Fall unmöglich natürlich für eine Kolonialisierung. Dann gehen wir mal nach Kula. So. Wer hat das jetzt eingenommen? Der Dämonische Orden. Nicht, dass es wieder der Dämonische Orden einnimmt. Dann marschiere ich mal lieber nach dort. Bisschen kämpfen. Was mache ich eigentlich? Der geht nach da. So. So, nochmal einen Tempel bauen. Einfach mal so. Ich baue hier so ein bisschen so eine Wirtschaftsecke, wo ich erstmal ausbaue, so um die Hauptstadt rum. War das relativ sicher. Sie berichten uns für jetzt ja ein. Achso. Paar Entscheidungen. So, wo geht der hin? Der geht dahin. Gut, gehen wir da auch hin. So, das war's mit der Armee. Allerdings frage ich mich gerade, warum die noch so viel Dings, noch so wenig Prozent haben, meine ich, weil der Ungare oder der Böhmer, der kämpft da jetzt ja nicht mit. Schlesien ist übrigens unabhängig. Hängt das mit der Flotte zusammen oder dass wir einfach noch nicht diese beiden Provinzen haben, dass sie jetzt so entscheidend sind? So, Unzufriedenheit in der Kirche. Ah, nehme ich mal lieber das Prestige mit. Ein bisschen mal die Stabilität erhöhen. Das mit der Kriegsmüdigkeit, das geht schon. Denke ich mal. Oh Gott, ich gehe mir eben schnell bei Steam offline. Da. Das nervt ein bisschen so. Ja, dann. Da bewege ich mich jetzt hin, dass wir erstmal ein bisschen so aus der Kriegszone raus sind. Damit wir auch gute Versorgung haben. Da oben bluten die ja schon gut genug. Wenn wir das so sagen. Wobei hier ist wieder der Angreifer der Schwede. Das stört mich. Da oben sind wir. Wir haben episches Wappen, fällt mir gerade auf. Ah, brauche ich nochmal einen Tempel. Steuern sind immer schön. Ah, für uns jetzt. So. Dann haben die jetzt also wirklich nur noch Cola. Und die haben sonst nicht irgendwo noch irgendwie sich Land geholt, so wie es aussieht. Von daher wundere ich mich gerade, warum wir so wenig Prozent haben. Das hängt hundertprozentig mit den Verbündeten zusammen. Ach, Ironie, hundertprozentig. Das muss mit denen irgendwas zu tun haben. Weil sonst hätten wir auf jeden Fall schon 100%. Wir haben auch nur eine Schlacht gegen die verloren. Hier eine Marine von 11 Schiffen. Ja, wenn ich die abfange eventuell noch, könnte mir das was bringen.
So, ja, jetzt haben wir 100. Naja, okay, da kämpfen wir noch. Das will ich noch mal in kurz angucken. Oder auch nicht, weil... Okay, wir haben da verloren. Novgorod. Und ja, die sind natürlich zu hoch, die Kosten für eine volle Annektierung. Aber ein paar Provinzen müssen wir schon, das wird uns dann rufen. Das geht sogar noch einigermaßen. Dann machen wir das erstmal so. Nee, das ist. Dann machen wir das so und. Gucken wir, was wir noch so. Nee. Ja, dann soll er da ruhig seinen Kriegsgrund drauf behalten, greift er eh nicht an. Und dann schicken wir mal die Forderung. So, und wir haben uns auf jeden Fall schon mal ein paar Gebiete rangeholt. Dann heißt es natürlich auch schnell zu Kernprovinzen zu machen. Ja, ja, das war's dann mit denen. Den bewegen wir dahin und den bewegen wir dahin. Und das war's dann auf jeden Fall mit dem Gegner. Ja, der wird dann nicht mehr viel reißen können. Denke ich mal so. Berater verstorben. Weil der hat halt kaum noch was. Was war jetzt? Unterwerft Novgorod. Ja, da haben wir jetzt natürlich. Naja. Da wie lange haben wir nochmal hier jetzt. Waffenruhe. Da gehe ich dann auf jeden Fall direkt auch wieder rauf. Waffenruhe bis 1502. 5 Jahre. Da wird dann auch direkt angegriffen. Dann haben wir, glaube ich, Perm schon annektiert. Ne, 1509 erst. Okay. Oh, hier übernimmt es der Perma. Ja, dann soll er halt nach Smolensk oder so fliehen. Soll er ein bisschen die Litauer ärgern. Ja, wir haben jetzt ein paar Randgebiete geholt hier. Damit wir erstmal ein bisschen vom Ruf etc. Erstmal noch uns nicht so doll da in die Misere treiben. Und auch, dass wir unsere Kriegsgründe mäßig, nichts kriegsgrundmäßig, sondern ja doch, auch Kriegsgrund, dass wir dem nächsten Krieg die annektieren können. Ich könnte natürlich jetzt auch, wenn wir Waffenruhe angreifen, hätten wir -2 Stabilität und dann warte ich lieber 5 Jahre. Die sind auch fix um. So, gleich können wir unsere Arkebuse hier machen. So, dann eben automatisch Rebellen jagen. Ihr auch, falls da mal irgendwann jemand sein sollte, der sich jagen lässt, der nur 3000 Rebellen hat oder so. Und hier kann ich auch noch nicht so wirklich hin expandieren. Ja, das ist sowieso eigentlich erstmal das erste Ziel vom Russen, erstmal die Russen besiegen, also halt Novgorod und halt die Vasallen von sich selber annektieren. Aber hauptsächlich natürlich geht's gegen Novgorod los. So, die machen wir jetzt zur Kernprovinz, damit erstmal die Bevölkerung bisschen, ja, die wird ja dann auch nach der Zeit halt zufriedener. Hier mit Überdehnung hat die jetzt momentan. Guck, ist jetzt auch gesunken, 0,30 hier zum Beispiel der Nationalismus. Und zum Glück haben wir halt die gleiche Religion und Kultur, deswegen müssen wir da nicht noch Punkte rein verschwenden, halt Macht. So, Arkebuse, da haben wir sie. Obwohl in China bereits im 12. Jahrhundert Handfeuerwaffen entwickelt wurden, die im 14. Jahrhundert auch Europa erreichten, waren diese Waffen aufgrund ihrer Nachteile auf dem Schlachtfeld nur von begrenzten Nutzen. Dennoch gelang es der leichteren und zuverlässigeren Arkebuse, die Bogen zu verdrängen. Ja, ich mach mal lieber eben kurz so. Ausschlaggebend waren drei Faktoren: die bessere Rüstungsdurchdringung, das einfache Training und der Umstand, dass zum Gebrauch dieser Waffe keine außergewöhnliche Körperkraft notwendig war. So, Bonuseffekt Militärtaktik plus 0,25, Frontbreite um 2 erhöht und Infanterie plus 0,30. So, ja.
Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ja, die Brandenburger sind Kaiser. Die haben sich hier aber schon ordentliches Reich geschaffen. Muss man einfach mal so sagen. Ja, möchte auch nochmal, schicke ich auch nochmal was hin zum Bauen. Ja, Dänemark wird Zugang, nur hin. Maria Theresia, erste D. Trastamara. Ja, das ist das Spanische von Castile, das Adelshaus. Und Aragon natürlich. So wie es hier aussieht, haben sich hier die russischen Patrioten von Novgorod schon, ja, auf 3000 wieder erholt und nehmen hier gerade Smolensk ein. Irgendwie macht da der Litauer nichts, weil er auch gegen, also zweimal im Krieg ist und das noch gegen deutsche Staaten. Und der Pole hier auch ein paar Rebellionen hat. Durch. Das ist halt das Problem beim Polen, wenn der halt, der muss halt viel rein investieren in seine südlichen und ja auch neu eroberten nördlichen Provinzen, die er halt einnimmt, hier zum Beispiel Danzig, weil da halt andere Religion teilweise ist, wie hier im Süden, und halt auch kulturmäßig das nicht so übereinstimmt. So, ein reisender Spielmann. Stabilität haben wir genug, da können wir eigentlich mal einen Künstler uns hier ranholen, eventuell. 1% stabil auf 1%. Ja, die haben wieder die Grenze übertreten. Und Voronezh. Voronezh da unten. Gehen schon die anderen hin. Perfekt. Dann braucht man da nicht selber drauf rumklicken. Weil ja, die hier oben sind eh jetzt weg. Wenn sie Glück haben, können sie auch noch Smolensk fliehen wieder und gegen irgendwelche anderen Provinzen hier vorgehen. Aber da verlieren sie jetzt auch. Und weg. Das war's mit denen. Ja, wir können ja halt leider noch nicht missionieren. So, wir kriegen wir gut Geld. 1,21 überall. Wenn das egal ist, dann bauen wir das einfach mal so. Wann ist das hier fertig? 1500. 1502. 1500. Also man sieht schon, da kann auch Unterschied sein. Wahrlich schlechte Nachrichten. Kriegt Genschaftsrat. Für Juri Rurikovic. 3 Jahre alt. Ach, wir hatten übrigens doch noch einen Nachfolger anscheinend. Der war noch nicht gestorben. Die sterben aber relativ jung hier, die russischen Könige. Ich weiß gar nicht, ob das historisch auch so war. Kenne ich mir nicht so gut mit aus damit. Mit den russischen Adelshäusern. Aber ich weiß, dass da ziemlich viele Könige waren. So. Ach Gott, jetzt müssen wir auf das Jahr 1502 warten. Mehr oder weniger. Hier können die sich ruhig alle bekriegen, wie sie wollen. Das ist sogar sehr gut, wenn die sich da ein bisschen auf die Rübe hauen, weil wir natürlich noch gegen die vorgehen werden und die sich so gar nicht wirklich stabilisieren können durch die ganzen Kriege. So wie wir das gerade machen. Hier, wunderbar, Stabilität, okay, nur auf 2. Ja, ich verbessere mich, wunderbar, Stabilität auf 3. Wirtschaft läuft auch. Kann ich sogar mal eben ein bisschen den Unterhalt runter machen, damit wir auch ein bisschen mehr kriegen. Was noch? Legitimität läuft, Prestige auch, wobei da verlieren wir auch ein bisschen. Die Rebellen können dann natürlich immer mal kommen, aber sobald uns das erstmal ein bisschen gehört. Wobei, ich sehe gerade hier in Ingmarland sind Finn. Die Kultur ist hier finnisch. Da können auch ein paar mal häufigere Rebellionen kommen, aber die hier werden sich jetzt auch langsam uns anpassen. Die Überlegung Kriegsmüdigkeit. Dauerkümmer Nationalismus dauert bis 1528. Dann erkenne ich spät, also dann erkenne ich uns wirklich als Kernfreund sozusagen auch an. Also vorher ist das auch schon unwahrscheinlich, sag ich mal so, ab dem wir das zur Kernprovinz gemacht haben, weil das geht halt jährlich immer weiter runter. Aber 1528 ist das dann eigentlich so wie eine ursprüngliche Provinz. Nationalismus steht einfach nur dafür, sag ich mal, eigentlich eher weniger im politischen Sinne hier jetzt, sondern halt in diesem Sinne so wie frisch erobert, sag ich mal. So wird das jetzt in Crusader Kings 2 stehen ungefähr. Also es steht einfach dafür, dass wir die jetzt eingenommen haben. So, tatarische Rebellen sind hier übergetreten unten. Außer Krim kommen die. Ja, Krim. Die kriegen jetzt irgendwie was mal ab, oder nicht?
Greif doch mal an. Schiebe beide halt runter. Cargopol ist unsere Kernprovinz. Kolm auch gleich. Können wieder was bauen. Cargopol direkt. Ach, na, ich bin ja auch wieder verdammt schlau. Warum wir da verlieren, ist kein Wunder. Oh, wir haben zwar da gewonnen, aber trotzdem, weil wir verloren haben. So, da sind sie wieder, die netten Tataren. Ja, sind nur 0,1. So, das hat schon Ryazan für uns übernommen. Wir können die, glaube ich, jetzt auch schon bald annektieren. Also wir haben jetzt schon das Jahr, vom Jahr kommt das hin. Wir brauchen jetzt nur noch Beziehung von 190. So, schicken wir denen mal ein bisschen Geld. Dann mag man sich dort gleich viel mehr. Beziehung verbessern. Gut. Können wir hier noch irgendwie noch was machen? Ne, wir haben halt noch ein Familienbündnis. Das endet natürlich dann auch. Wir bauen mal hier auch nochmal was aus. Verlust an Stabilität haben wir jetzt. Das ist nicht so gut, aber es ist kein Weltuntergang, kein Drama so. Ja, bauen wir nochmal weiter aus. Hier jetzt auch in Kolm. Ingmarland dauert jetzt noch ein bisschen bis 15. Ja, zwei immer noch. Ich wollte noch gucken. Kann sich natürlich ein bisschen verändern, auch zeitlich das Ganze. Was haben wir hier sonst noch eigentlich für Gegner, so die auf uns zukommen? Okay, wir sind besser von der Technologie als die. Das ist gut. So, man merkt auch schon, wie unsere Einnahmen steigen. Weil Besteuerung ist eigentlich immer noch, abgesehen jetzt mal von Spanien oder so Kolonialländern, die über Handel auch extrem viel einnehmen, eigentlich so das Haupteinnahme, die Haupteinnahmequelle von allem. Oder halt durch als Kriegsziel sowas in der Art geht natürlich auch. Das gehört uns gleich 8% Überdehnung, das ist überhaupt nicht schlimm. Ach, da oben rebellieren sie. Und hier auch sehe ich gerade Novgorod-Bauern. Die haben ihre Armee in die Flucht geschlagen hier von Novgorod. Wundert mich aber, dass sie eine Kaufmannsrepublik geworden sind. Also ich finde das nicht so gut, wenn man eine Kaufmannsrepublik ist, weil häufig hat man halt nur so Nachfolger wie 114, also halt immer zwei Einsen, kann man sich dann halt aussuchen auf dem Feld, entweder halt Regierung, Diplomatie oder Militär und dann halt noch irgendwo eine 4 an Können. Und es gibt natürlich auch Monarchen, die schlechter sind, das ist natürlich dann was anderes, aber es gibt natürlich auch welche, die richtig gut sind. Ich kann ja mal einen suchen. Mal hier August, der zweite von Hohenzollern ist zum Beispiel gut. Der geht auch gut, der ist auch gut, auch gut, auch gut. Ja, auch gut, auch gut, auch gut. Sag mal, sind alle gut außer unsere? Wenn ich das mal, unser ist natürlich auch noch nicht ausgewachsen, aber jetzt, aber irgendwie ist es unserer doch schon ganz schön so das Schlusslicht. So, Trockendock und Handelsdepot können wir jetzt bauen. Ist auch gut für uns, für unseren Schiffbau. Schick den mal lieber nach da unten. So, wir haben Ingmarland als
Heimatprovinz bekommen. Können wir noch nicht machen. Dann baue ich mal Dock. So. Hofmeisterei. Und Fair bringt uns das 1,40 mehr. Oh, wir können kämpfen. Wenn wir keinen Regentschaftsrat hätten. Noch 7 Jahre. Och Gott, warum sterben denn immer alle Könige bei uns weg? Das nervt so langsam schon wirklich. Also dann haben wir die also vorher annektiert. 505 jetzt sowas schon. Dieses dämliche Kinder, diese Kinderkönige. Also, die nerven. Oh, wir haben noch eine. Sie können noch eine Beziehung hier machen mit irgendwem. Jo, machen wir mal mit. Man mag uns nicht, toleriert Ketzer. Doch, Brandenburg können, ist schon interessant. Bessern wir mal die Beziehung hin. Dann machen wir die Zeit noch mal schneller. Im Juli. Knapp ein Jahr noch. Oh, wir können auch noch Ryazan annektieren. So, machen wir das Ganze mal so. Integrieren. 1517 haben wir den in 13 Jahren. So, kriegt alle durchmarschrecht. Keine Ahnung, was ihr bei mir oben wollt. Ich nehme lieber mal die Inflation, die ist günstiger zu senken. Okay, doch nicht. Egal. Handelsdepot. Marktplatz. Direkt mal auch da einen Cargo-Pool bauen. Wir haben Anspruch verloren da hinten. Ja, Mist. Mist. Auch nochmal einen Marktplatz hier. Was hatten die Provinzen eigentlich? Pelz, Pads und Schiffsbedarf. Okay, das ist jetzt echt nicht so ein heftiger Umschlagplatz. Aber da verlässt auch alles das Geld und geht hier an die Nordsee. Hofmeister. So, ich lasse das jetzt mal mitten bauen. Weil dadurch wird dann nur unsere hier administrative Macht zu gering. So, Integrierung von Moskau, genau, Perm. Mein König Perm akzeptiert unsere unwiderstehlichen Annexionsvorschlag und ist nun Teil unseres ruhmreichen Landes. Wir haben jetzt 2 Soldaten zu viel, dann haue ich die Armee mal hier in die Tonne. Ich weiß, dann haben wir noch einen frei, aber dafür haben wir hier im Osten eine gute Armee. So, wir müssen mal direkt die Kultur hier. Das ist auch relativ günstig. 25, das geht noch. 75 da. Also, ja. Dann sind die bald russisch hier alle. Weil wenn wir die nicht ändern, die Kultur, dann werden die gegen uns rebellieren. So, Tambov ist schon jetzt hier unten eine Rebellion. Die sind aber schon weg. Ah ja, nichts bauen. Obwohl, doch, Perm baue ich was. Perm baue ich mal eine Erdwall hier, Level 2 da. Weil das ist doch schon ziemlich jetzt an Kassan dran. Starke Revolte, die Bauern revoltieren. In Tambov und Kolomgori.
Das ist nicht schlimm. Dass man irgendwie mit der Kultur wechseln könnte, aber erst ein bisschen die Orthodox werden, leider. Nee, nicht bauen. Ich werde schon da immer ganz ganz vorhaberisch, wenn das so sagen kann. Ja, dann die Kultur gehört denen auch gleich hier. So. Was? Der englische Schweiß breitet sich in Moskau aus. Ja. Bisschen mit Geld lieber. So, beide Kulturen. Beide Provinzen gehören jetzt unserer Kultur an. Beide sind russisch. Wie gesagt, halt diese Grenzprovinzen, die baue ich doch da schon aus, lieber. Ja, hier sind ein paar Ureinwohner, da gehe ich schon mal hin und werde die schon mal bis ausrotten sozusagen. Weil dann unsere Kolonisten da wunderbar durch können. Den gehen wir nach Tura. Und greifen die da an, so, dann sind die weg. Weil die Aggression, okay, hier unten war es ja nicht so nötig, aber hier schon. Wann ist unser jetzt nochmal 15? Drei Jahren. Aber ich denke, ich werde jetzt erstmal den Part beenden und dann wird es auf jeden Fall im nächsten Part dann so sein, dass wir vielleicht schon Russland gründen können. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch auf jeden Fall gefallen. Und lasst gerne einen Daumen, einen Kommentar und auch ein Abo da. Und dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein und sagt damit, ciao, bis zum nächsten Mal.